Mein Name ist Sinan Farmantnia, ich bin Vorsitzender vom Verein Filme für alle. Der Verein hat mehrere Projekte, das bekannteste ist wahrscheinlich Prosa Projektschule für alle. Unsere Hauptarbeit ist im Endeffekt das, was man langläufig unter Integrationsarbeit betiteln würde. Und da war es so, dass wir mehr Unterstützung bekommen haben, als dass wir gedacht haben. Und das ist viel, viel leichter, wenn man nicht vom Staat abhängig ist. Das ist eben aber auch viel, viel schwerer, weil man dann eben keine staatlichen finanziellen Mittel zur Verfügung hat. Etwas, wo NGOs einen Vorteil haben gegenüber anderen Startups, dass es eine sehr, sehr hohe Bereitschaft gibt, gratis für die gute Sache zu arbeiten. Wir waren in München, in Berlin, wir waren in Hamburg, wir waren in Zürich und Basel, um zum einen uns wissenschaftliches Know-how zu holen, aber zum anderen etwas zu machen, was es in dieser Form sozusagen nicht gibt. In dieser Form aber braucht, und zwar extrem zeitaufwendig. Jedes Mal, wenn wir ein neues Projekt gegründet haben, haben wir im Scherz quasi gesagt, wir brauchen eine Person, die ein halbes Jahr quasi ihr Leben aufgibt, damit man ein neues Projekt zum Laufen bringt. Und ich glaube, so gestaltet sich das auch. Das Wichtigste ist, wenn man eine genaue Vorstellung und einen Plan hat, den so definieren zu können, dass andere Leute mit können, indem sie es verstehen, indem sie eben auch daran glauben können in gewisser Weise. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, wenn man ein negatives Feedback bekommt, dass man dieses negative Feedback nimmt, um es mit einzubauen, um zu schauen, wie kann man das Projekt noch besser machen.